Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu diesem kleinen Let's Test von Paper Bark. Wir spielen ein kleines Tierchen. Ich kann es noch nicht genau benennen. Ist es ein Wombat? Ich weiß es nicht. Ich nenne es Wombat, bis ich eines Besseren belehrt werde. Aber die Bilder dazu sahen Hammer aus und ich habe gedacht, das muss ich einfach antesten. Und ich muss sagen, allein schon dieser Intro-Screen zusammen mit der Musik sind schon so idyllisch. Ich bin schon ein bisschen verliebt. Also die können es eigentlich kaum noch verbocken. Es sei denn, gleich kommen selbstgemalte Strichmännchen und die Musik ändert sich rapide. Aber ich will gar nicht lange drum rumreden. Ich möchte es einfach mit euch antesten. Deswegen würde ich sagen, starten wir mal. Muss ich hier unten draufklicken? Ah, Geschichte. Starten wir mit. Wir honorieren die traditionellen Besitzer des Landes, auf dem wir uns treffen. Wir zollen ihren Ältesten Respekt in Vergangenheit und Gegenwart. Okay. Malen. Okay. Ah. From deep in the soil to the tops of the trees, the Australian bush teems with plant and animal life. Okay, wir befinden uns in Australien. Und auch hier müssen wir wahrscheinlich wieder ausmalen, oder? Nee, das passiert automatisch. Oder? Ja, so langsam formt es sich. Winter rain and warm spring days encourage growth throughout the bush. But as summer progresses, the land bakes under the relentless sun. Ah, Disco, Disco. Ist ein kleiner Indie-Titel. Aber davon lassen wir uns nicht entmutigen. The paperbark tree. Die Myrtenheide. Okay, ist das wieder ein Point-and-Click? Das sind doch wir, oder? There is a wombat who lives under a paperbark tree. Oh. Na komm raus, Kleiner. Er steckt fest. Blub. Oh. Okay, wir müssen hier hin tippen. Wie schön ist das denn? Okay, wir steuern ihn durchs Anklicken, wo er hinlaufen soll. Oh, und die Vögelchen türmen auch vor uns. Ah, wir müssen auf unserem Weg Sachen finden. Ja, dann vielleicht sollte ich noch nicht so weit weglaufen. Vielleicht sollte ich mich besser umschauen, oder? Nur einmal ein kleines Stück zurück. Haben wir irgendwas vergessen? Also auf dem ersten Blick nicht. Dann tapp's mal zurück, mein kleiner Freund. Ist aber auch knuffig. Was ist das? Okay. Wir halten jetzt mal aktiver Ausschau nach den Insekten und Pflanzen. Können wir die eigentlich irgendwo sehen? Ah. Ah, die Marker wohl. Dann verputzt die mal, mein kleiner Freund. Sehr gut. Wir sind anscheinend auf Nahrungssuche. Jetzt schauen wir mal weiter. Da. Ah, gerade noch mitgenommen. Ein Insekt.
Kann das sein, dass wir möppeln? Okay, wieder Vögelchen. Die hauen bestimmt wieder ab. Und hier können wir wieder futtern. Und dich nehmen wir auch mit. 50 Stücke zu sammeln. Okay. Hier sind aber große Tatzenabdrücke. Das macht mir ein bisschen Sorge. Fallen logs are no match for this hungry wombat. Nein, wir sind unaufhaltsam. Ummelig, aber unaufhaltsam. Okay. Warum leuchtet der Vogel? Ach, wie witzig. Und wir haben hier so ein kleines Sticker-Album, was wir füllen können. Also auch wieder ein kleines Spiel für die Entdecker unter euch. Ganz entspannt der Umgebung lauschen. Und unserem kleinen pelzigen Freund helfen, dass er satt wird. Ah, da sind wieder diese gefährlichen Spuren. Dieses Mal richtig wagemutig drüber gesprungen. So. Das ist aber gar nicht gut. Ein großes Tier, was überall hingemacht hat. Aber wir stinken. Ich glaube, wir müssen bald mal baden, oder? Oder uns waschen. Baden ist vielleicht übertrieben. Da. Okay. Kämpf! Ja. Ja, ich weiß, das können wir fressen, aber ist hier noch was? Es geht bei diesem Spiel anscheinend primär ums Entdecken. Deswegen sollten wir auch probieren, jede Ecke mitzunehmen. Haps, haps, haps. Und weiter geht's. Ah, schade, ich habe gedacht, hier kommt jetzt ein See oder so. Oder ein Tümpel. Wo wir uns dann einmal reinstürzen können. Ah, du willst da direkt durch. Oh. Ich wollte doch noch ein bisschen erforschen. Aber wir haben die Wildblume hier gefunden. Okay, können wir nochmal zurück? Kannst du dich dann nochmal durchquälen? Ja, kannst du. Wunderbar. Dann lass uns doch nochmal hier lang gehen. Und schauen, ob wir hier etwas entdecken können. Aha. Ich hab's mir nämlich fast gedacht. Was ist das hier der offizielle Weg? Hier ist auch wieder was zu fressen. Okay, auch das Pflänzchen haben wir verputzt. Ich frage mich, ob da noch mehr kommt. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe es rein wegen der... Ne, hier kommst du nicht hoch. Okay. Dann schauen wir hier nochmal um die Ecke. Ich habe es wirklich rein wegen den Screenshots geholt. Okay. The wombat does not notice the little fairy wrens. But the fairy wrens definitely notice the wombat. Oh, das ist schon putzig gemacht. Wie ein Käfer auf dem Rücken. Hätte ich vielleicht auch erst den anderen Weg gehen sollen. The wetlands. Ah, und hier müssen wir schon wieder andere Sachen sammeln. Feuchtgebiete, war das nicht ein Buch? The wombat hungry. Regardless of who is in the way. Die Eidechse mir jetzt was gemopst? Oder bin ich mit diesen Pflänzchen zufrieden? Okay. Man bemerkt, dass es ein bisschen
Ja, ich sag mal, dass es Low Budget in der Hinsicht ist. Also es ist jetzt kein 60 € Volltitel. Deswegen flackern manchmal die Texturen. Aber der Effekt ist eigentlich ganz schön, dass man so ein eingeschränktes Sichtfeld hat. Quasi alles so ein bisschen aus der Sicht des Wombats erlebt. Und er ist unglaublich putzig dargestellt. Ist aber so ein bisschen, ja, eine interaktivere Version von einem Tamagotchi, oder? Von dem Vögelchen wollen wir nichts, oder? Nein. Dann, da sind schon wieder die Tatzen. Na gut. Dann friss erstmal in Ruhe. Und weiter geht unsere Reise. Die Geräuschkulisse ist Hammer. Ist so ein bisschen ein interaktiver Zoobesuch, oder? Okay, hier kommen wir aber nicht weiter. Ah, wir müssen da über den Stamm. Und hops. So, Eidechse. Okay. Wir sind nicht aufzuhalten. Wird der uns gefährlich? The Spoonbills are not startled by the wandering wombat. Sehr gut. Dann lasst euch mal nicht stören, Jungs. Ich gehe weiter. Ist, glaube ich, besser für uns beide. Da oben ist noch was zu fressen, oder? Geh mal hier rum. Muss aber dafür durch diesen Baumstamm. Sehr gut. Und nun kannst du wieder deinen Hunger stillen. Fantastisch. Weil es scheint ja so, als ob du aus deinem Winterschlaf erwacht bist. Und dann hast du natürlich jetzt erstmal Kohldamm. Aha. Wohin nun? Okay, er ist wieder getürmt. Der Weg ist schon mal frei. Geh einmal zurück. Ja, sehr gut. Wir haben hier hinten auch noch gar nicht alles gesehen. Vielleicht ist da noch was. Na, siehst du. Da auch. Da können wir auch noch durch, aber erst aber. Okay. Mit einer blauen Zunge. Interessant. Ich auch noch nie gesehen. Aha. Hier ist auch noch was zu fressen. Kämpf dich durch. Fantastisch. Also wenn man wirklich abschalten möchte, dafür ist das Spiel hier ideal. Man beobachtet es, man lässt einfach die Geräuschkulisse auf sich wirken und hat kleine Klickaufgaben zu erledigen. Ist noch mehr Löffler? Okay. Ich bin nur auf der Durchreise. So. Dann tapp's mal weiter, mein kleiner unbeholfener Freund. Okay. Warum verfolgt man den eigentlich? Der hat vorhin. Ich habe erst geglaubt, der hatte was im Maul, aber ich glaube, das war die blaue Zunge. Ich weiß nicht, warum wir den verfolgen. Ah, übles Disco-Geflacker. Und
das löst sich auf, sobald wir uns ein bisschen bewegen. Also von der Grundidee ist es wirklich schön gemacht. In der Ausführung gibt es aber ein paar Abzüge in der B-Note. Ja. Auch in der C-Note. The wombat enjoys a good scratch before moving on in search of more food. Oh, das ist bitter. Aber ich finde es eigentlich schön erklärt. Ich denke mal, für Kinder ist das super. Ich meine, das Tier ist super niedlich. The river birds. Man lernt etwa über das Tier. Man hat so ein paar kleine Sammelaufgaben und sonst macht man, glaube ich, nicht viel. A hot, dry wind ruffles the wombat's fur and whispers a warning to the birds. Ja klar. Die hauen alle ab. Ich glaube, viel mehr gibt es auch nicht zu entdecken, oder? Ich glaube, wir durchlaufen jetzt mehrere Level, sammeln diese Collectibles und genießen einfach diese ruhige Atmosphäre dabei. Deswegen, wollt ihr ein bisschen entspannen? Holt es euch. Ist auch kein hochpreisiger Titel. Und wie gesagt, für so ein bisschen Zoo-Tamagotchi-Feeling ist es ganz schön gemacht. Hat ein paar Schwächen, aber gut, ist halt kein Millionenprojekt wie manch andere Titel. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und sage ciao.